Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W58 Internationale und ich habe hier noch ein paar Pilze rumzuliegen, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja mal mit den Pilzen, ja, bevor sie hier rumverschimmeln, sag ich mal, und ich hier ja sowieso nichts mehr mache auf dem Account, mal in den Hütchenspieler reinstecken. Das könnte ganz lustig werden, eventuell. Ne? Und wir machen das mit der Taktik, ja, wir bieten einen Pilz, wenn wir den gewinnen, dann bieten wir den nächsten, wenn wir wieder gewinnen, dann doppelt so viel, dann doppelt so viel, dann doppelt so viel und so weiter und so fort. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen, um euch nochmal zu veranschaulichen, dass die Taktik komplett für ein Ass ist und man das ja eher nicht machen sollte, um an mehr Pilze zu gelangen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich schon die Taktik, ne? Ich habe mit meinen Pilzen, die ich hier zur Verfügung habe auf dem Server, alles Erdenkliche schon getan, um ja, meine Gilde oder andere zu supporten. Ich habe hier 250, 250er Ausbauten. Mehr ist nicht möglich für die, also mehr bringt denen das aktuell nicht. Und deswegen, ja, wollte ich nochmal erwähnen, dass die Pilze natürlich gestellt worden sind von mir. Das sind nicht meine eigenen. Mit meinen eigenen würde ich das Ganze hier nicht so machen. Ne? Und das solltet ihr auch nicht tun. Das Ganze gilt hier einzig und alleine nur zu ja, Unterhaltungszwecken, sag ich mal. Ne? Um zu gucken, ja, wie weit wir hier kommen mit den Pilzen, die wir haben. Wir können die Animation natürlich auch skippen. Deswegen tun wir das mal auch gleich. Ja, und ich glaube, wir werden hier nicht sehr weit kommen, bevor wir hier überhaupt das allererste Mal gewinnen. Okay, jetzt haben wir einen. Jetzt setzen wir zwei Pilze. So, let's go. Ja, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Okay, das ist könnte ein bisschen langsam werden. Ja, je nachdem können wir das Ganze natürlich auch erhöhen. Wir können ja mit, na, sagen wir mal, mit 10 Pilzen starten, ja. Oh, oha, okay, da haben wir 10. Dann setzen wir jetzt mal schon direkt 20 Pilze. Ich habe hier den Befehl schon soweit vorbereitet. Packen wir mal die 20 da rein. Dann wird es gleich ein bisschen spannender hier. Und da sind die auch schon weg. Ja, wir machen das Ganze mal mit 10. Ja, nice, da haben wir uns wieder gefangen. So, machen wir die 20 gleich hinterher. Nochmal. Oh, habe ich die jetzt gesetzt? Nee. Ich glaube, ich musste setzen. So, jetzt geht's. Schade, auch wieder weg. Ja, und das machen wir jetzt die ganze Zeit so, bis wir, ja, keine Ahnung, da einen richtig hohen Betrag zu stehen haben. Ich bin mal gespannt. Irgendwas mache ich falsch hier jetzt die ganze Zeit. So, setzen und los. Ja. Okay, jetzt sind wir bei 20. Das heißt, jetzt machen wir mal eine 40 dahin. Boom. Let's go. Ich muss das immer erstmal einmal wegklicken hier, bevor ich. Jetzt können wir die setzen. Ah, okay, sehr gut. Jetzt sind wir bei 80. Ich habe schon wieder gemacht, ne? Ja, ja, scheiße. so, setzen wir die. Wir müssen hier im Würfelspieler drin sein. Setzen wir die 80 Pilze. So, let's go. Oha. Na, jetzt geht's aber schon ein bisschen rund hier, würde ich mal sagen, an der Stelle, ne? Okay, ich muss hier kurz einen ganz kleinen Schnitt machen. Ja, jetzt geht's aber sofort weiter. Wir setzen jetzt die 80 Pilze. Ich glaube, hier waren wir stehen geblieben. Wir setzen und los. Und da haben wir die 80 Pilze. Ja, ich weiß nicht, ob ich davor schon stehen geblieben bin oder nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit der 160. Ja, ich muss erst hier noch einmal draufdrücken. Und jetzt können wir die 160 setzen. Jetzt wird es langsam schon interessant. Und die Pilze, die steigen. Ja, setzen und los ist aber natürlich keine Taktik, die man wirklich nachmachen sollte. Ne? Oh, shit. Alter. Junge, wir machen tatsächlich Profit hier an dem heutigen Abend. Ja, am Ende werden wir alles verlieren. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten hier. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Und das ist auch wirklich keine Taktik, die man nachmachen sollte. Ja. Wenn es meine eigenen Pilze wären, würde ich es nicht machen. Deswegen, dadurch, dass sie hier auf dem Server eh noch rumliegen und mir bereitgestellt worden sind, mache ich das. Ne? Wollte ich nur noch mal ganz klipp und klar
an der Stelle hier erwähnt haben. Ja, so, jetzt machen wir die 320. Setzen und los. Ne? Mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, jetzt werden wir losen. Ich glaube, das werden wir nicht nochmal toppen können. Aber mal schauen. Wir nehmen die Mitte. Ah, alles verloren. Ja, jetzt müsste man theoretisch wieder von vorne anfangen. Und ich habe leider nicht mehr die Ausgangssituation im Kopf, mit wie viel wir gestartet haben hier. Ich nehme einfach mal immer die Mitte. Die goldene. Ja, aber das ist... Ah, okay. Da können wir wieder durchswitchen. Zu der 20 hier. Setzen und los. Und da haben wir es auch schon wieder verloren. Ja. Vielleicht machen wir es ein bisschen spannender. Ich glaube, sonst kommen wir doch nicht zu Potte hier. Wir setzen mal... Wir fangen mal direkt mit 100 an hier. Let's go. Setzen und los. Ja, siehst du. So muss das. Dann machen wir mal die 200 hier. Ach, shit. So, nochmal. Setzen und los. Und verloren. Ja. Gehen wir wieder zurück auf die 100. Man muss wieder in-game sein hier. So. Zack. Setzen und los. Nice. Wir müssen ja auch mal hier irgendwie bisschen an Pilze kommen hier. Ne? Let's go. Oh, wieder verloren. Und der Pilz-Counter, er sinkt weiter unnachgiebig. Das ist natürlich... Ah, nice. Okay. Weiter geht's hoch. Setzen. Ich will gucken, was man für eine Streak erreichen kann. Hier. Ne? Ist natürlich mit 100 jetzt ein bisschen höher eingestiegen hier. Aber ja, wir müssen ja auch irgendwie hier ein bisschen zu Potte kommen. Hier noch einmal. Let's go. Komm, 100. Zack. Oh, schade. Wollen wir noch ein bisschen mehr riskieren? Vielleicht hier die 250 mal? Komm, wir machen mal die 250. Ja, die Pilze müssen rausgehauen werden hier an den heutigen Tag. Ah, jetzt müssten wir eigentlich direkt die 250 hinterher machen hier. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Ja, um das irgendwie rauszuholen, müssten wir eigentlich jetzt nochmal die 500 da rauszirkeln hier. Das Ding ist, mit der Taktik, ja, man könnte vielleicht hier und da den einen oder anderen Pilz gewinnen, ne? Aber man muss da auch wirklich sehr viel Zeit investieren. Und selbst dann, wenn man halt wirklich mit 1 anfängt und sich immer so steigert und man irgendwann, keine Ahnung, bei was weiß ich wie viel ist und dann verliert, ne? Naja, also ihr macht halt trotzdem immer nur einen Pilz gut so, ne? Das ist halt das Ding. Und da sind wir auch schon down. Da hat uns das System hier ausgedribbelt. Ja, vielleicht können wir nochmal ein kleines Comeback starten hier, aber nee, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Und was lernen wir da draus wieder? Der Hütchenspieler, der ist auf jeden Fall nicht dazu da, um die Pilze hier zu vermehren. Ja, ich meine, es war ein nices Gimmick, dass der drin ist und so. Aber tatsächlich, jetzt mal so wirklich Hand aufs Herz, wer von euch benutzt hier den Hütchenspieler, um hier, keine Ahnung, Winning Streak, let's go. wer von euch benutzt hier den Hütchenspieler, um... keine Ahnung, hier seine Pilze zu gambeln. Also der Hütchenspieler, ne, die Funktion ist ja nice hier. Ne? Also das feiere ich ja, das ist ja übel strong hier so. Ne? Aber der Hütchenspieler, das war wirklich so lange Zeit wirklich die unnützeste Quelle, sag ich mal. Beziehungsweise das, was am meisten irgendwie, weiß ich nicht, das sinnloseste Feature in Shakes and Fidget so gefühlt irgendwie, Hütchenspieler. Naja, aber er ist seit Anfang an schon mit dabei. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht weichen. Irgendwie gehört er mit dazu, ne? Zu der Gesamt-Tavernen-Optik hier. Aber ja, das ist also mit dem Feature hier haben sie wirklich was Gutes gemacht. Aber das Ding hier, ja, das muss man nun wirklich nicht haben. Ne? Okay, Leute, ein kleines Leckerchen für zwischendurch mal hier heute. Und ja. Wie gesagt, für so ein Video kann man es auf jeden Fall mal machen. Wenn ich meine Gilde noch weiter unterstützen hätte können, dann hätte ich das mit den Pilzen noch gemacht. Allerdings geht dies leider auch nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt hier keine großartige
großartig bessere Option gesehen, was man jetzt hier mit den Pilzen noch hätte machen können auf dem Server, weil ich hier sowieso nicht mehr aktiv spiele, als die ja, irgendwie zum Fenster rauszuwerfen. Ne? Ja, wenn es gehen würde, ich würde sie euch schenken, ne? Ich würde sie verlosen. Das wäre echt cool, aber das geht leider nicht. Deswegen tut es mir leid an der Stelle. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, dann lasst eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.